Das Moveset ist ein bisschen anders. Ich habe hier mehr so horizontale Schläge. Aber es ist einigermaßen schnell und hat eine ganz anständige Reichweite. Ich frage mich gerade, ob ich denn das Drachenschwert noch brauche oder ob wir damit ganz gut durchkommen fürs Erste. Wenn wir Glück haben, ich habe eigentlich geplant, keine Farmrunden einzulegen. Ich wollte eigentlich so durchkommen, wie wir es hier aufnehmen. Aber es kann natürlich sein, dass ich mal eine Farmrunde einlege, weil es gibt einige Stellen, die sind schon relativ happig, wenn man nicht weiterkommt. Na komm. Weil ich hätte eigentlich schon ganz gerne das Boulder Seitenschwert, beziehungsweise Boulder Sidesword auf Englisch. Weil das Ding ist einfach geil. Das ist, hat so ein richtig schönes Moveset. Anständige Reichweite, schön schnell. Und es gilt auf höchstem Level, also skaliert auf A mit Beweglichkeit. Das heißt, je mehr Beweglichkeit ich habe, desto mehr Schaden macht das Ding. Ich glaube sogar mit S eventuell, ich weiß es gar nicht. War A das höchste oder S? Ich hab's schon wieder vergessen. So. Kollege Brandbombe noch. Jetzt hänge ich hier schon wieder an derselben Kante, wo ich eben hing. Und ich bin durchs Loch gefallen. Ist mir auch noch nie passiert. Immer wieder was Neues, da sieht man's mal. Dark Souls. Jeder Durchgang etwas anders. Komm her. Peaks. Auch. Kam ich da rauf? Ne, kam ich nicht rauf. Oh ja, wir können die. Ich könnte jetzt. Ah, ich merke gerade hier. Ihr seht's, mein Katana ist schwerer. Ich habe nur noch die mittlere Rolle, nicht mehr die schnelle, aber das macht nichts. Die mittlere geht noch. Es gibt hier so einen kleinen versteckten. Das ist so eine Art Versuchsprobe. Das ist eigentlich total fies, weil da gibt es hier einen Gegner versteckt, der eigentlich viel zu schwer ist. Für uns aktuell. Ich könnte jetzt mutig sein und ihn versuchen. Oder ich bin feige und renn weg. Aber ich denke mal, ich versuch's. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier lang. Auch ein fieser Trick, wenn ich da jetzt weitergehe, schießt mir einer in den Rücken. Er hier nämlich. Und er schießt mir trotzdem in den Rücken, weil ich nicht aufgepasst habe. So. Ja, er ist auch hier. Kollege Phantom, na komm. One-Shot und tot, na komm. Ja, einige heilen sich auch, so wie er, aber bringt ihm nichts. So, hier auch wieder. Kennen wir aus dem Untotenasyl. Na? Ein brennendes Fass. So, und hier unten, da gibt es jetzt einen schönen Ring. Na gut, so geil ist er nicht, aber da steht jemand vor. Herbert steht da vor. Herbert, der schwarze Ritter. Das ist ein Black Knight. Und die sind fies. Also gerade so in der Anfangsphase. Mal gucken, hier ein Blutfleck. Und hier, man sieht, er hat versucht, gegen den Ritter zu kämpfen und hat kläglich versagt. Mal sehen, ob ich ihn backstabben kann. Oh. Nee, nicht gut. Das heißt, ich renne jetzt erstmal weg. Will er nicht? Doch, er kommt. Hört ihr es klimpern, wie bedrohlich er hinter uns herrennt? Ich habe ihn das erste Mal geschlagen mit einem Trick, indem ich ihn hinter einer verschlossenen Tür einfach... habe ich mich versteckt und da immer durchgehauen. Mittlerweile kenne ich die Movesets der Schwarzen Ritter ganz gut. Ich
habe aber leider die schnelle Rolle nicht. Das wäre jetzt hier ganz komfortabel. Das könnte ein bisschen dauern. Außer mit den Backsteps geht's. Na gut, mein Schild blockt nicht 100%ig Schaden, das ist das Problem. Ich habe so ein elendes Holzschild. Wäre eigentlich ganz geil, wenn er sein Schild jetzt fallen ist, weil das ist eins der besten Schilde im Spiel. Kann genauso gut auch Schrott fallen lassen. Na komm. In den Arsch. Ihr seht, selbst der krasse Zweihandangriff, der zieht nicht so viel ab. Oh, ich bin fast tot. Gut, erstmal in der Kombo, das heißt, ich kann mich heilen. Habe ich dich ausgetrickst, haha. So, falls ihr euch nicht erinnert, das ist einer von diesen Rittern aus dem Intro von Lord Gwyn. Grauer Brocken. Super, der hat mir nichts Tolles gebracht. So, dann gehen wir mal. Ach ne, den Ring wollte ich noch haben. Ich hätte natürlich jetzt auch mit dem Ring direkt holen können. Mich von ihm umbrezeln lassen, wäre vom Leuchtfeuer wiedergekommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber das wäre mir zu einfach. So, unser erster Ring. Verteidigung, wenn TP gering sind. Naja. Besser wie nix. Schlechter Ring ist besser wie gar kein Ring, ne? So, hier komme ich jetzt zum Beispiel mit meinem Generalschlüssel durch. Und da unten, da wartet Havel. Aber Havel... Aber Havel ist jetzt noch ein bisschen schwer... Das heißt ein bisschen, der macht mich platt. Das sage ich, ohne es versucht zu haben. Weil ich weiß, dass er mich jetzt platt macht. So, hier gab es doch irgendwo... Da ist er. Das ist so ein Lizard. Eine süße kleine blinkende Eidechse. Komm her jetzt. Kommst du her? Wenn ich die töte, droppt die was Feines. Dafür rennt sie aber halt auch die ganze Zeit weg und verschwindet nach einer Zeit. Funke, Titanit und ein grauer Brocken schon wieder. Na, super. Naja. Jetzt gehen wir hier durch den Nebel. Oh, eine Brücke. Da gehe ich jetzt aber nicht einfach rüber. Weil ich nämlich weiß, dass mir einer in den Rücken schießt, wenn ich darüber gehe. Ja, seid ihr überrascht, ihr beiden, ne? Das sind alles so kleine, fiese Sachen, die versteckt sind. Gehen wir mal wieder runter. Gut, ich habe noch einen Estus Flak und das könnte ein bisschen wenig sein. Und da haben wir den ersten richtigen Boss. Den Taurus-Dämon. Aber ich suche auch ganz schnell das Weide. So, jetzt guckt er nämlich ganz doof hoch. Und ich springe ihm einfach mit dem Schwert ins Gesicht. So, das kann ich jetzt ein paar Mal wiederholen, bis er dann endlich tot ist. Oh. Na komm. Ich habe noch Feuerbomben, fällt mir gerade mal so auf. Ja gut, ich habe halt echt ein beschissenes Schild. So. Oh oh. Ui.
Und wieder ins Gesicht. Gut, das ist jetzt so ein bisschen die lahme Methode. Der ist aber auch anders, weil es halt scheiße eng ist hier. Auch machbar, aber nicht so einfach machbar. Feuerbombe. Oh, die macht ganz gut Reibach eigentlich. Komm, noch eine Feuerbombe. Pokéball los. Feuerball. Ich wusste gar nicht, dass er so empfindlich gegen Feuer ist. Das ist ja richtig gut. Yay. Heimkehrknochen, Menschlichkeit und ganz viele Seelen bestimmt. 3000, yes. 3000 sind am Anfang relativ viel, später sind es gar nichts. Da haben wir eine Brücke. Und da auch mal ganz interessant, da hinten, dieser Turm, da ganz hinten, da kommen wir noch rauf. Hier gab es irgendwo was, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, genau. Diese Kisten sind eigentlich nur Makulatur, weil normalerweise ist dahinter eigentlich nichts. So, und dann treffen wir jetzt unseren allerbesten Freund im Spiel. Ach ja. Gehen wir mal auf die Brücke. Die Brandspuren interessieren mich nicht und drehen ganz schnell wieder um. Das ist nämlich unser guter Freund der Drache wieder. Das ist auch eine Stelle, da verreckt jeder. Wenn man es nicht weiß, verreckt man hier einfach. Man rennt auf die Brücke, denkt sich nichts Böses und der Drache ist so schnell, da kannst du gar nicht mehr weglaufen. Und er ist der beste Charakter im Spiel. Solaire. Der Ritter mit dem Kochtopf auf dem Kopf. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. So, mit dem müssen wir öfter reden. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ist auch ganz wichtig, dass man hier ja sagt. Well then, take this. Dann bekommt man nämlich diesen Speckstein. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Gegenstände im Spiel. The flow of time itself is convoluted. With heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ah ja, toller Wortwitz, blind. Wer guckt den ganzen Tag in die Sonne? Du. So. Mal sehen, ob wir nicht noch... Ich denke mal, die erste Aufnahmesession geht jetzt gut eine Stunde. Ich denke mal, ich mache noch... Bis zum Leuchtfeuer, glaube ich. Hier ist ganz wichtig, hier muss ich jetzt ganz schnell sein. Einfach nur laufen, 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 laufen. Und hier runter. So, und hier haben wir schon das Leuchtfeuer. Zack. Tada, und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Und da sitzt schon wieder einer. Das war doch der Typ, der mich vorhin invaded hat. Habt ihr das gesehen? Dieser olle Spacko, der mich da vorhin... Naja. So, dann leveln wir mal ein bisschen. Kondition ganz wichtig. Gesundheit auch. Irgendwo Gesundheit nehmen wir mal einen weg. Dafür nehmen wir einen Beweglichkeit mehr. Ich möchte auch noch ein bisschen Schaden machen.
16, 6, 38, ne, 6, 16 reicht. Dann nehmen wir noch ein Beweglichkeit mehr. Wir wollen ja auch ein bisschen draufhauen, ne? Ja. Dann mache ich hier mal Aufnahmestopp und dann mache ich bei der nächsten Session genau hier weiter.